Hack die Matrix mit Licht und Wahrheit. Willkommen bei einer neuen Folge Zombie TV und bunter Hund. Heute ist Freitag, der 26. Mai. Ihr werdet das Video wahrscheinlich erst am Samstag oder Sonntag sehen oder vielleicht am Montag, je nachdem. Aber der 26. ja, kann man auch so sehen, 2x13. Ja, bei den Germanen ist die 13 nämlich ein also Freitag der 13. ein Glückstag. Und ja, sehen wir es einfach mal heute so als doppelt Freitag der 13. Und ja, was erlauben sich Strunz, werden wir in der nächsten Folge dann klären. Und da werde ich auf die Ereignisse in Deutschland und in Italien eingehen. Deswegen, was erlauben sich Strunz? Ja, einige werden das vielleicht noch wissen, was Trapattoni da vor ein paar Jahren von sich gegeben hat. Und ja, willkommen zurück hier bei Kaiserwetter. Ich denke, überall in Deutschland scheint heute so die Sonne. Und ja, ich genieße es total, sogar barfuß. Heute auf diesem Bauernhof, dieser Wiese, frisch gemäht, wie ihr sehen könnt. Und ja, was meine ich mit Hack die Matrix? Und was ist mir alles Schönes und Negatives passiert, werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Im Hintergrund läuft schöne Musik, auch Programmierung aus meiner Kindheit. Ich weiß, ja, Tupac, B.I.G., Biggie, Ice Cube, ja, Mob, Deep und was weiß ich, was da alles noch so läuft. Ja, Dr. Dre, Snoop Dogg und noch ganz viel Hausmusik und ganz andere Mixe. Ja, wieso ich so gefährlich bin für die Matrix, ja, interessiert wahrscheinlich auch da draußen viele. Ja, wieso einige schon sterben mussten, wieso ständig Steine in den Weg gelegt werden, wieso Dinge so laufen, wie sie ablaufen und auch wunderschöne Dinge. Ich werde euch im Laufe der nächsten Kapitel und Folgen natürlich einiges noch dazu berichten. Heute aber zum Thema Hack die Matrix, also sei das trojanische Pferd. Im Film Grüner Planet hieß es, schließe die Menschen kurz. Und so kann man das im Großen und Ganzen echt gut machen. Habe ich mir anscheinend zur Aufgabe genommen. Und zwar seit Australien, seitdem ich in Kontakt gekommen bin mit diesen Ureinwohnern, mit den Aborigines. Und generell, der ganze Trip, der war magisch. Ja, und damit meine ich jetzt keinen Pilztrip oder sowas. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich keine Drogen nehme. Obwohl sehr viele Pilze raten und für gut finden. Trotzdem habe ich es noch nie gemacht. Aber ich glaube, mir wurde mal ein Pilz untergejubelt. Ja, nur mal so. Aber da kommen wir auch noch mal auf einer anderen Folge dann darauf zu sprechen. Weil es ist so viel passiert in 10 Jahren. Wie gesagt, Vollzeit. Vollzeit. Während ihr arbeiten wart, habe ich Revolution gemacht. Habe mich verbunden. Habe mich vernetzt. Ja, und wie gesagt, da ist so viel Schönes, aber auch so viel Scheiße passiert. Ja, ich durfte, weil ich eben Tupac und Biggie angesprochen habe. Ja, ich war mal in Berlin bei so einem Hinterhoftreffen bei so Rockern eingeladen worden. Und da war ein Rocker dabei, der hat natürlich mein T-Shirt gleich erkannt. Ich hatte nämlich ein T-Shirt an mit halbe Seite mit dem Gesicht vom Tupac und halbe Seite mit Biggie. Und verbindet ja Osten und Westen. Ja, er musste schmunzeln und meinte, ja, dann hast du ja das richtige T-Shirt ja schon an. Weil meine Aufgabe war es damals, den Osten und den Westen zu verbinden. Und das tue ich jetzt immer noch. Nur wie das alles abgelaufen ist und wie schwer diese Mission ist, erzähle ich euch dann auch nochmal an einem anderen Tag. Hack die Matrix. Ich kann es euch nur nahelegen, echt. Geht raus. Geht auf Abenteuer. Geht auf Reisen. Jetzt fängt das Wetter wieder an, schön zu werden. Ja, ich stand jetzt die letzten Tage fast ohne Dach über dem Kopf da. Also nicht, dass jetzt irgendwie die Matrix mir versucht hat, mein Haus wegzunehmen. Das ist schon lange her. inklusive Frau,
Auto, alles, absolut alles nehmen die dir. Ja? Aber man, das Universum, das Leben hat dann andere Pläne für dich oder andere Menschen. Sie schickt dir Geschenke. Und wie jetzt vor ein paar Tagen wieder passiert ist, ja, ich wusste nicht wohin mit mir. Ich bin zwar jetzt hier immer noch auf diesem Bauernhof, aber es soll ja kein Dauerzustand sein. Ja. Ich versuche mich ja in Bewegung zu halten, ja, weil die Matrix tut ja auch das mit einberechnen. Ja. Nur wenn du in dieser Superposition bist, wie dieser Laurent, jetzt Alexander Laurent, in der Superposition sein, nie berechenbar sein, nie vorhersehbar sein. Ja. Das versuche ich natürlich auch. Aber das ist eine Meisterleistung, das ist eine große Herausforderung. Das wird nicht gleich jeder von euch packen, aber fangen wir erstmal klein an. Ja, wie zum Beispiel diese schönen Dinge, die jetzt passiert sind. Ja, ich war, wie immer, wer mich kennt, weiß, mich findest du auf der Straße. Ja, und nicht natürlich unter einer Brücke irgendwo, sondern mitten bei den Menschen. Ja, egal ob Mexiko, Australien, Deutschland, in Bosnien, ja, mich findest du bei den Einheimischen oder auf dem Basketballplatz oder auf dem Fußballplatz, ja, oder im Schwimmbad oder auf dem Beachvolleyballfeld, am Strand, in den Bergen, überall. So, ich hatte ja schon mal vor ein paar Folgen erwähnt gehabt, was meine Freundin damals gemeint hat, jeder liebt Lou. Ja, und es ist, läuft echt so ähnlich ab wie bei Be Like Mike oder Like Mike. Ja, ich könnte echt einen Film drüber machen, ja, Like Luciano. Ja, weil es ist echt so, mein Name heißt Lichtträger, mein Zweitname Ernesto heißt so eine Art Krieger oder Ernst, also ernsthaft. So, und allein das macht mich schon zum Krieger des Lichts. Ich kann nichts dafür, es schwingt. Es schwingt in diese, auf dieser Erde, dass ich das so machen muss schon. Ja? Also ich stehe morgens auf und es ist eine Herzensangelegenheit von mir, euch und mir zu helfen, indem ich euch diene mit meiner Zeit, ja? Virtuell oder auch im realen Leben. Ja? Wisst ihr schon, wie viele Menschen ich heilen durfte? Ja, alleine nur mit meiner Anwesenheit. Wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen ich schriftlich auch schon helfen konnte? Oder ihnen eine, ja, einfach nur indem ich ihnen Nähe und Geborgenheit geboten habe. Ja, oder verständnisvoll einfach zu sein. Ja, oder einen Rat gegeben habe. Einen Tipp, Vorschläge. Weil wer viel erlebt hat, kann auch da draußen Lehrer sein. Ja, wir hatten das schon mal, Lehrer und Schüler. Ja, wir sind beides zeitgleich. Ja, es treten dann immer wieder neue Menschen in dein Leben und man kann voneinander lernen. Und das passiert gerade ganz viel. So, zurück zu dieser Basketballaktion, beziehungsweise als mir vor ein paar Tagen, wo ich nicht wusste, wohin mit mir. Ja, ich stand da, wie so oft, ja, alleine erstmal und dann kommen die Menschen. Ja, mega oft Kinder. Ja, deswegen kann ich auch irgendwie Michael Jackson irgendwie jetzt sogar nachvollziehen. Ja, ihr denkt wahrscheinlich, ich bin. Aber es ist einfach so, ein Schwingungsding. Ja, Kinder schwingen viel mehr in dieser Liebe. Ja, die sind noch so unprogrammiert, also in vielen Dingen. Ja, die sind noch rein oder reiner. Ja, durch Erziehung, Schule und so weiter wird es denen ja alles abgenommen und aberzogen. Aber auch darauf werden wir dann in den nächsten Videos nochmal kommen. Vielleicht werde ich das eine oder andere Bild mal einblenden. Oder Foto. Weil es gibt so viele Informationen da draußen diesbezüglich. Naja, aber zurückzukommen wieder. Ihr merkt, ich springe und schweife oft ab. Aber auch das gehört dazu. Ich war auf dem Basketballplatz, spiele Basketball und auf einmal 5, 6, 7, 8 Kinder kommen. Haben mich gefragt, ob wir zusammen spielen wollen. Ich, ja klar, natürlich. Ja, der eine hat keinen Ball dabei gehabt, bekommt natürlich meinen Ball. Später habe ich denen sogar meinen Ball überlassen. Da habe ich mir gedacht, komm, ich hole mir morgen wieder, weil die wollten noch ein bisschen weiterspielen, ich musste weg. Aber ja, wir saßen dann irgendwann mal mittendrin, nach dem zweiten, dritten Spiel, auf dem Boden, im Kreis. Echt eine
einfach eine geile Situation. Ja, du sitzt da mit mehreren Kindern im Kreis, man erzählt sich halt was, so verschiedenen Sprachen, da waren Engländer dabei, ja, da war auch ein Kroate dabei. Ihr wisst ja, ja, Deutschland ist ja auch gerade multikulturell unterwegs, ja, hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Auch auf das werden wir dann irgendwann mal eingehen. Ja, ich finde es natürlich schön, ja, weil zum Teil, ja, meine Eltern, meine Großeltern kamen ja auch aus Italien vor einigen Jahren, aber auch das werde ich irgendwann mal erzählen. Ja, in dieser Runde war es dann so, dass die Kinder mich auch Dinge gefragt haben, wo kommst du her, was machst du hier und so weiter, und da habe ich denen halt ein bisschen was erzählt, und dann kam es auch zur Sprache, dass ich gerade ja viel am Rumspringen bin und dass ich eine Unterkunft brauche und ob die vielleicht irgendwas wissen. Wir reden jetzt von Kindern, die schon 12 oder 14 waren, also 8-Jährige würde ich sowas natürlich nicht fragen. Ja, aber kommen wir auch gleich noch zu was eine 5-Jährige gemacht hat, auch genialst. Aber ja, da kam auf einmal einer und meinte so, ja, ich kann mich ja mal umhören, ja, gib mir mal deine Nummer, wir können ja in Kontakt bleiben. So, auch eine riesen Herausforderung, ich ohne Handy, ja, ohne Smartphone, schon seit Jahren, ja, konnte aber dann die Sache so klären, dass wir über E-Mail Kontakt halten. Und ja, echt geil, am nächsten Tag ruft mich jemand an, beziehungsweise schickt mir eine E-Mail. Und also wir haben es dann doch telefonisch klären können über ein Handy von einem Freund. Und einfach zu geil. Jetzt hat mir da einer angeboten, bei ihm jetzt für ein paar Wochen zu sein. Und das finde ich das Schöne. Wenn ihr unterwegs seid, passieren auch solche Dinge. Ihr müsst aber in Kontakt treten mit den Menschen. Und das ist mir schon so oft passiert, egal wo, egal in welchem Land. Ja, je weniger ich hatte, desto, oder umso dreckiger es mir ging, desto eher passieren sogar solche Dinge. Ja, deswegen kann ich euch nur sagen, habt keine Angst. Ja, das Universum, selbst wenn ihr mal unter der Brücke schlafen müsstet, was wahrscheinlich ganz, ganz selten passieren würde. Ja, das habe ich von den tausenden Leuten, die ich bis jetzt getroffen habe, haben das bis jetzt nur 2-3 machen müssen. Ja. Also ist die Quote sehr, sehr gut und die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass einer das wirklich machen muss. Ja. Weil die Menschen im Allgemeinen sind herzlich und tun einen einladen. Ja. Egal, ob es jetzt was zu essen ist oder einen bei sich zu Hause zum Übernachten, es passiert wirklich. So, dies dazu. Und dann nochmal zurückzukommen zu der 5-Jährigen. Was ein süßes Mädel. Wirklich, die hat gesehen, wie ich mit ihrem großen Bruder, der gerade mal 10 oder 11 war, mit ihm Basketball gespielt hat. Sie war am Rand und hat sich das Ganze so angeschaut. Und ja, kam dann nach 10 Minuten oder Viertelstunde aufs Spielfeld und hat mich umarmt. Aber sie war mega klein. Ja, sie kam natürlich nicht an mich ran, ja, und hat dann erstmal meinen Oberschenkel umarmt. Ja, und hat erstmal gar nicht losgelangt. Das ging so eine Minute oder zwei. Das sind unbeschreibliche Momente. Ja, ich kenne das natürlich von anderen Kindern, ja, aus der Familie natürlich. Aber das waren Wildfremde. Ja, nie zuvor gesehen. Sie war einfach so glücklich, mich zu sehen mit den Kindern, wie ich da mit denen spiele. Ja, und dann, sie war ja, anscheinend Ausländerin und konnte kein Deutsch und hat dann mit 5, ja, mit gebrochenem Englisch mir dann versucht zu sagen, this is my brother, ja, I'm sister und so. Also das war sowas Süßes, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, echt. Ja, und dann habe ich mich erstmal hingesetzt, natürlich auf Augenhöhe, so wie man halt mit Kindern umzugehen hat. Ja, das lernt man natürlich. Ich denke mal, die Erzieher und die Pädagogen da draußen wissen das natürlich auch. Mir wurde das als Fußballtrainer damals beigebracht und als Snowboardtrainer, dass man mit Kindern immer auf Augenhöhe reden sollte. Ja? Und natürlich noch ganz andere Sachen, auf die man achten darf. Und das habe ich natürlich gemacht. Ich bin erstmal auf die Knie gegangen und habe mit dem Mädel geredet. Ja? Und dann natürlich noch eingeladen. Wir haben Basketball zusammengespielt, ich habe ihr den Ball zugepasst, sie hat dann weitergepasst. Ich meine, sie war so klein, sie ist über ihre eigenen Füße gestolpert. Ja? Aber
Es war trotzdem schön. Und diese Dinge passieren am laufenden Band, ja, wenn es zulässt. Ja. Und wieso freuen sich Kinder so dermaßen? Weil man gibt ihnen Aufmerksamkeit, man tut zusammen Dinge machen. Das ist ja das, was in Deutschland, in Europa generell überall gerade aus den Rudern läuft. Ja. Die Eltern müssen ganz viel arbeiten, ja, um Miete, Auto, den ganzen Dreck irgendwie da zu unterhalten. Ja, und ja, dieses System in diesem Hamsterrad, ja, mitzuwirken. Und die Kinder, das ist echt überall, egal wo ich bin auf der Welt. Kinder missen echt die Zeit mit ihren Eltern oder generell mit Nachbarn, mit Cousins und Cousinen, ja, mit Familie, mit Freunde. Ja, und das dürfen wir aufarbeiten, das dürfen wir echt ändern in Zukunft, weil die Kinder sind unsere Zukunft, ja, und das ist einfach das Wichtigste. Ja, und man merkt wirklich, dass ganz viele ja, einen Papa-Entzug oder einen Mama-Entzug haben. Ja. Papa-Entzug noch mehr, weil er meistens halt unterwegs ist, aber mittlerweile auch ganz viel die Frauen durch diese Emanzipierung, durch dieses feministische Dasein, durch diese Frauenquote, was ja alles nicht verkehrt ist. Ja, also jetzt bitte nicht wieder in irgendeine Ecke schieben, sondern, ja, weil alles hat seine Daseinsberechtigung. Ich finde es ja gut, dass die weibliche Energie jetzt in der Industrie und da so ein bisschen mitmischt. Ja, aber die Betonung liegt auf ein bisschen, aber das werden wir nochmal in den nächsten Videos ansprechen. Ja, weil ihr Frauen habt oder ihr Weiber, ja, und das ist jetzt nicht abwertend, ja, weil das ist so krass, was in den Medien, in den Social Medias da so abgeht. Ja, sobald ich das Wort Vibe benutze, ja, was da die Weiber sich getriggert fühlen, das ist echt krass. Ja, es ist echt nicht abwertend, im Gegenteil. Ja, es ist sogar aufwertend, weil unsere Sprache wurde manipuliert. Fast alles, unser Schulsystem, ja, unsere Art zu denken. Wir essen falsch, wir trinken falsch, wir atmen falsch. Ja? Also nicht wir, ich achte ja drauf, also eher ihr. Ja? Aber je nachdem, wer jetzt hier halt so zuguckt, das soll ja hier ein Kanal sein, eher für Zombies. Deswegen, wenn die Bewussten wissen das alles schon. Ja? Die achten da ja auch schon selbst drauf, die meditieren, ja, die machen. Und ihr wisst selbst, meditieren muss nicht unbedingt so sein, dass man da sich jetzt hinsetzt. Ja, und da stundenlang meditiert. Ja, es gibt Laufmeditationen, es gibt Meditationen, in denen man sich einfach nur hinlegt, ja, ein bisschen reflektiert, in sich geht. Ja. Also nicht abschrecken oder falsch werten, wenn ich das Wort meditieren mal benutze. Ja. Mittlerweile muss man ja auf alles Mögliche achten, was man so in den Mund nimmt oder ja, welche Worte man benutzt. Aber zurückzukommen auf die Sprache. Ja. Vibe oder kommt ja vom Weiblichen. Das ist echt was Gutes. Ja, und wenn ich das benutze, dann meine ich das wohlwollend und liebevoll. Und ja, das ist die Kinder. Die Kinder sind unser wertvollstes Gut. Lasst uns die Zukunft neu gestalten. Liebevoll. Und ja, apropos liebevoll. Ja, nicht alles kann immer mit gewaltfrei gelöst werden. Ja, schau dir mal die Natur an. Ich mache das sehr gerne. Mein Lieblingswissenschaftler ist Viktor Schauberger. So, und er sagt, die Natur kapieren und kopieren. So, und egal was du dir anschaust, überall läuft es halt mal so. Ja, selbst eine Katze, ja, packt mal ihr Kind hier im Nacken und transportiert es mal irgendwo hin. Ja, oder da wird sich mal kurz gefetzt. So, und jetzt kommen die ganzen Pisser da draußen. Sorry, dass ich die jetzt so nennen muss. Aber ich finde es so krass, was diese New Age-Scheiße da draußen alles da anrichtet. Ja, egal, ob es jetzt gewaltfreie Kommunikation ist, ja, was ja in Ordnung ist, wirklich. Aber du kannst es nicht großflächig anwenden oder es geht nicht. Vergiss es. Probier mal mit so einem Rocker oder mit so einem Drogendealer oder mit so einem, was weiß ich, ja, oder im Ghetto, ja, mit den Leuten gewaltfrei zu kommunizieren. Ihr habt einen Dachschaden, habt ihr.
So, und ich komme aus der Mitte der Gesellschaft. Und ich war bei tausenden Leuten daheim. Ja. In allen Schichten, bis auf jetzt diese Adligen. Ja, die lassen natürlich ganz wenige nur rein. Ja. Aber ich erzähle euch mal was, wieso ich so gefährlich bin für die. Ja, weil ich gerade aus dieser Schicht komme. Ja, das haben ja wohl ganz, ganz viele vor mir ja auch schon bewiesen. Und ich wünschte mir die ganze Zeit einen Film über meine Story. Wird ja auch noch rauskommen. Wahrscheinlich sogar eine Serie, weil das einfach so viel ist. Ja, auf wahre Begebenheit. Das wird der Burner. Weil ich habe bis jetzt niemanden getroffen, der ansatzweise das irgendwie so durchgezogen hat wie ich. Ja, natürlich gibt es da draußen krasse Leute wie Bob Marley und so, weißt du, die ja damals auch schon die Politiker verbunden haben und so. Ja, aber das geht noch viel weiter. Ja, Deutschland, Italien, ja, die Amerikaner, die Israelis, die haben alle eine Schlüsselposition. So, und dann, das Krasse ist, anscheinend wurde schon überall ein Film über meine Story gedreht. Ja, weil fast alles, was mir passiert ist, wurde im Nachhinein dann irgendwie in einer anderen Art und Weise irgendwie wiedergegeben. Jetzt klingt es da jetzt vielleicht abgehoben oder sowas halt, ja. Aber ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Ja, jetzt zum Beispiel der neue John Wick. Also das betrifft jetzt viele, nicht nur mich. Aber die letzte Szene in Berlin und auch wieder Berlin. Wer hätte das gedacht, ja? Wieso die letzte Schlacht in Berlin? Ja, fragt euch das mal. So, und dann spielt auch der Kommerz damit rein. Und zwar, inwieweit man seine Waffen wählt. Ja, weil diese ganzen Filme da draußen, ja, egal ob es jetzt hier James Bond ist oder hier John Wick oder jetzt auch The Fast and the Furious, ja, wo ja auch ganz viel über Technik preisgibt, was so möglich ist. Es findet alles auch ohne Waffen statt. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich waffenfrei lebe und friedvoll. Und es gibt diese Schlüsselszene dann zum Schluss, wo es darum ging, eine Waffe zu wählen, und sein Gegenüber muss sich darauf einlassen. Das wird auch im Kommerz so beschrieben. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit dem Kommerz auseinanderzusetzen. Ja, nur ist da jetzt eine andere Scheiße abgelaufen. Das ist echt, die Matrix ist so crazy. Die haben jetzt einfach hier in Washington Dings gelöscht oder zugemacht, diese Department of the Treasury. Muss ich euch mal geben. Egal, anderes Thema. Das war so unser größtes Macht Tool, Werkzeug gegen die Eliten, gegen dieses korrupte System, und jetzt haben sie es einfach geschlossen. Naja, egal. Zurückzukommen zu John Wick, diese Schlüsselszene zum Schluss, wo er diese Treppe hochlaufen muss. Ja, er hat eine Deadline gesetzt bekommen, dass er morgens um so und so viel Uhr bei Sonnenaufgang muss er da sein, ansonsten ja, scheiße halt. So, und die letzte Treppe ging die Scheiße richtig ab. Ja? Und so läuft es auch in Wirklichkeit ab. Also so ist es mir zumindest passiert. Dass sie gehen an die Familie, sie rauben dir dein Auto, machen dich mundtot. In den Medien, die benutzen die Medien ganz, ganz viel, um einfach nur Fehlinformationen zu teilen, dich ins schlechte Bild zu rücken. Die Hauptstadt Rom wurde heute von einer mächtigen Explosion erschüttert. Terrible Explosion in Italie, au cœur de la capitale. Ein Sprengker sprach von Explosion de una bomba mortale. Eine militärische Waffe. Der Vatikan meldet Schäden an mehreren Bauwerken. Aber es wurden bis jetzt keine Toten gemeldet. Die Behörden haben diese fünf Individuen als die Terroristen identifiziert. Laut Polizei wurden die fünf von diesem Mann angeführt. Dominic Toretto. Ich könnte jetzt ein Lied singen davon, wie oft es schon passiert ist. Ja, wir wurden schon als terroristische Vereinigung, der ich, Alter,
Halt, dein Sternbild, genau. Kommen wir auch irgendwann mal nochmal dazu. Ja? Geile Sache. Weil ich achte auf meine Sprache und Alter habe ich versucht jetzt hier ja, aus meinem Vokabular zu löschen, aber ab und zu kommt es halt noch. Programmierung halt. So, Programmierung, auch krasses Thema, müssen wir irgendwann mal halt besprechen, ja, weil die ganzen Gläubigen da draußen und alles Mögliche, die ganzen Studierten, Akademiker und so, alle programmiert. Ja. Kein Wunder, dass sie so indoktriniert sind und das System so weiterläuft. Aber egal, dazu werde ich vielleicht auch gleich mal ein Bild einblenden. Aber zurückzukommen zu John Wick, die letzte Szene, wo er die Treppe hochläuft, das ist so krass. Die echt, die gehen an alle und das wird ja auch im Film Matrix gezeigt. Je nach Bewusstseinszustand, je nach Bewusstlosigkeit auch, ja, können die Menschen übernehmen. Ja? Und jetzt, wahrscheinlich schreckt das jetzt wieder einige ab, aber es ist so. Ja? Dann kommen dann irgendwelche Gerichtsvollzieher oder Bullen oder Inkasso-Leute oder was weiß ich, die von der GZ oder Rechtsanwälte oder Staatsanwälte, ja, schicken die wieder irgendwelche gelben Briefe. Egal, die haben 1 Million Möglichkeiten, die ans Bein zu pissen. Schufa, ja, alles, was ihr erfunden habt. Ja, also das ist so krass. Ja, ihr habt so viel Scheiße auch erfunden, dass die uns jetzt um die Ohren geschmissen wird. Ja, das ganze Ding explodiert gerade. Was ja auch irgendwo gut ist, weil so konnte man lernen. Ja, und wenigstens sehen, wie wir es besser machen können und ja, was gut ist, was schlecht ist und so weiter. Ja, aber daran festzuhalten, ist so das Schlimmste, was man machen kann. Ja, und da draußen, die ganzen ängstlichen Zombies, ja, die halten natürlich daran fest. Gerade die ältere Generation, ganz, ganz schlimm. Diese 100 Millionen von Programmen, die da ablaufen. Das ist echt ganz schlimm und selbst die werden zu Agenten. Ja, eure eigenen Eltern, eure Nachbarn, ich hab's mitbekommen. Ich weiß jetzt echt nicht, wie viel ich noch preisgeben kann, ja, weil die meisten denken wahrscheinlich sowieso, ich hab einen am Rad. Aber es ist mir so scheißegal, was ihr denkt. Ja, weil es ist so, die Leute werden fremdgesteuert. Ja, noch ein Beispiel. Ich hab mal mit einem im Auto gesessen, schon Jahre her, und wir haben mal schlecht über Muslime geredet. Über die Islamisierung, die gerade passiert. Und das ist eine krasse Nummer. In derselben Minute, wo wir so schlecht drüber geredet haben, kam auf einmal ein Auto von der Seitenstraße, was vorher gestanden hat. Ja, es war eine Vorfahrtsstraße, eine abbiegende Vorfahrtsstraße und wir waren auf der Vorfahrtsstraße. Das heißt, das andere Auto musste halten, hat auch kurz gehalten. Aber wie aus dem Nichts ist auf einmal mit quietschenden Reifen das Auto losgegangen und ist so voll vorne drauf. Also frontaler Crash. Also so halb seitlich natürlich, aber schon frontal. So, beide Autos kommen zum Stillstand, wir natürlich gleich ausgestiegen, gefragt, hier, alles gut bei dir? Ja, 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 es war so ein junges Mädel. Aber es hat schon herausgestellt, sie Muslimin. So, und konnte sich das auch nicht erklären. Sie hat gemeint, keine Ahnung, das Auto hat sich selbstständig gemacht, meinte sie. Ja, weil das mit quietschenden Reifen einfach, bam, voll auf uns los. So, der Typ, der im Auto war, der Konzert war, Wochen später noch, hat er gemeint, was lief denn da an dem Tag ab? Und ich meine, ich kann mir schon denken, was da ablief, aber crazy shit, glaubst du mir sowieso nicht. So, und diese ganzen, um euch wieder zurückzukommen auf diese John Wick-Szene zum Schluss und diese Treppe, die schicken alles Mögliche, um dich aufzuhalten. Wenn du eine Gefahr für dieses System wirst. So, und bei mir sind es ja zum Teil auch schöne Dinge, ja, dadurch, dass ich ja waffenlos, ja, weil jeder weiß ja dieses Beispiel von Adrian Uhr, was da passiert ist, der hat eine Waffe gezogen damals, als er seinen eigenen Staat gegründet hat, ja, und dann war die Kacke richtig am Dampfen, weil du musst es klug angehen,
Ja, ich habe auch ganz viele Sachen unklug gemacht, ja. Deswegen bin ich ja gerade in der Situation. Aber ich hatte keinen Bock zu warten, bis Bewusstsein so weit gestiegen ist, dass ich dann mit 80 dann irgendwann mal, hey cool, ich kann mein Kind jetzt auf die Schule schicken. Ja, weil nämlich die Bewusstlosigkeit endlich so ein bisschen geheilt wurde. Ja, nein, ich wollte ein paar Dinge jetzt schon ändern und nun ist es echt schon gelungen. Egal, ob jetzt im Supermarkt durch die Regale oder durch die Gänge lauft, ja, ihr seht doch selbst, was sich da alles so getan hat. Ja, an Produkten, an Essen, was da jetzt angeboten wird, an Hygieneartikel, ja, Deo ohne Aluminium, Zahnpasta ohne Fluorid. Ja, das ist alles unser Verdienst. Und danke hier an der Stelle an alle meine Brüder und Schwestern da draußen, die so eifrig mitkämpfen. Ja, ohne euch wäre sowas gar nicht möglich. Und auch danke an meine Generation und auch die etwas Älteren, die jetzt gerade es ermöglichen überhaupt, dass diese ganzen Produkte hergestellt werden können. Ja, glutenfrei. Alleine schon die Tatsache, ja, dass wir das draufschreiben müssen, oder Bio, oder ohne Chemie, ohne Genmanipulation. Was lief denn die letzten 40, 50, 60 Jahre ab? Das ist ein krasser Scheiß. Und dann fühlen sich viele getriggert, weil wir was ändern wollen. Ja? Wie ihr seht, schweife ich sehr oft ab, aber wie gesagt, das gehört dazu. Zurück zur John Wick-Szene. Ich werde im nächsten Teil wieder das andere Oberteil anziehen, ja? Weil was sich die Bullen und die Stadt, was die alle sich leisten, das ist ein Unding. Weil die gehen an deine Familie und an deine Freunde. Und da hört der Spaß auf. So, aber die Schwingung jetzt wieder, weil ich merke das, ja? Wieder schön ins Positive, ja? Sogar die, eine Wolke hat sich davor geschoben, ja? Ändern wir das gleich mal. Versuchen echt mit allen Mitteln einzubekämpfen. Gerade wenn du so vernetzt bist und so krass abgehst wie ich das tue. So, und das Schöne ist dann, mit Humor, mit Gelassenheit daran zu gehen. Ja, egal jetzt, ich habe gerade so ein lustiges Bild. Ja, die echt, die werfen mit allem. Ja, um das, weil wenn die ohne Waffen agieren müssen, dann kommen die mit anderen Sachen. Ja, dann schmeißen die auf einmal mit einer Maria um dich. Ja? Am Ende sogar noch mit der Statue Maria. Ja? Und dann musst du aber cool sein, ja? Und die irgendwie auffangen und dann so mit einem geilen Move halt irgendwie un pasito pa'lante Maria und einen Schritt vor und zurück, ja, und mit der tanzen und dann ablegen. Ja? War natürlich eine geile Sache jetzt gerade, un pasito pa'lante Maria. Oder mit anderen Dingen, ja, die nehmen dir dein Auto ab, ja, und du musst da erstmal mit Humor in die Sache gehen, ja, oder die stehen in Zivil Tag und Nacht vor deinem Haus, ja, irgendwann mal, wenn die natürlich soweit sind, dann kommt der Zugriff auch. So, und wisst ihr, wie oft ich schon vor Bullen und Hunden wegrennen musste, ja, alleine um denen nichts zu tun. Wisst ihr eigentlich, wie viele das Land verlassen haben mit einer Kampfausbildung, damit sie nicht ihre Fähigkeiten anwenden müssen? Deswegen auch an dieser Stelle Hut ab, das hat nichts mit Feigheit zu tun oder Wegrennen, sondern das ist Nächstenliebe. Ja? Und zwar so viele Leute, die in der Spezialeinheit waren, selbst beim Militär, haben Deutschland verlassen, weil sie genau wissen, dass wenn die Bullen kommen, die könnten die mit zwei Handgriffen erledigen. Noch nicht immer, die müssen nur zur Seite treten, ja, oder jeder kennt es aus dem Wing Chun, ja, du musst nichts machen, die ficken sich selbst. So, und dieses, ja, die schmeißen um sich.
Das System ist ja gerade am Sterben und man merkt es ganz stark. Was Neues wird kommen. Was Wunderschönes. Ich bin so gespannt, wer sich da, weil alleine ich und meine Leute haben ja schon was Bombastisches auf Lager. Ja? Etwas, was die Welt revolutionieren wird. So, aber da sind noch andere da draußen, die die letzten 10 Jahre auch was auf die Beine gestellt haben. Ich bin echt gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Und diese John Wick-Szene, die geht mir nicht aus dem Kopf, wie ihr merkt, ja? Weil das ist so oft passiert bei mir, ohne Waffen natürlich. Und dann auch noch die Szene jetzt hier in dem aktuellen Fast X, 10. oder 11. Teil von The Fast and the Furious, ja, wo die eine Frau erzählt, der Weg eines Gladiators ist ein einsamer. Werde ich dann auch gleich mal einblenden. Weißt du, wieso Gladiatoren nie eine Familie hatten? Wieso? Weil sie wussten, dass jeder Tag möglicherweise ihr letzter ist. Du wählst einen einsamen Weg, mein Darling. Du kannst niemanden mitnehmen. Und das kann ich auch bestätigen. Weil zum Schutz der Familie und der Freunde muss man manchmal gehen. Oder Region wechseln. Oder flüchten. Alleine nur, damit man den Parasiten, Schrägstrich Agenten, Bedienstete, Söldner und so weiter halt nicht wehtut. Ich mache hier mal einen Cut, weil es waren wieder sehr viele Informationen. Und ihr habt gemerkt, was es mit mir so ein bisschen gemacht hat. Trotzdem bin ich in meiner Mitte. Ich bin froh, ein Teil der Revolution zu sein. Und da draußen, es gibt ganz, ganz, ganz viele von mir. Es ist aber schön zu sehen, dass dass wir weitermachen. Selbst die Pandemie hat uns da nicht kaputt gemacht und eingeschränkt. Also eingeschränkt schon, aber wir haben neue Wege gefunden. Und das ist das Schöne. Ja, in einer Krise kann man neue Wege finden. Und es ist jetzt ganz viel passiert. Egal in welcher Hinsicht. Ja, ich könnte jetzt locker 20 Punkte aufzählen. Mache ich jetzt aber nicht. Ihr wisst selbst. Und in den nächsten Folgen geht es um Deutschland, Italien. Ja, Leute, die ermordet wurden, die mir lieb sind. Über, aber auch sehr, sehr schöne Dinge. Wirklich. Also Magie pur. Und ich lade euch echt ein. Und wenn ihr wollt, spendet auch was. Ja, weil es gibt Tage, echt, da weiß ich auch nicht weiter. Und bitte nicht immer dieselben drei. Ja, weil es haben jetzt 3 Leute mal 50 Euro überwiesen. Finde ich echt klasse. Aber ich habe jetzt gesehen, es waren jetzt 2-mal dieselben Leute. Und allein in Facebook folgen mir fast 2000 Menschen. Auf YouTube sind es nur ein paar Dutzend. Aber trotzdem, ich würde mich echt sehr freuen. Und weil das kostet alles hier Zeit und Energie, ja, allein meine Aufmerksamkeit. Und ja, egal, im nächsten Video. Ich danke euch. Macht's gut. Tja, Brasilien gehört mir und ich kontrolliere diese Stadt. Ihr Typen glaubt, ihr könnt alles kaufen. Aber man kann die Straße nicht kaufen. Wir stehen zu Dom.